Spiel 1 für Sandro Schönberger, für den Straubinger Kapitän, nachdem er verlautbaren hat lassen, dass er nach Saisonende die Tigers verlassen wird. Nach über 15 Jahren wird er Niederbayern den Rücken kehren. Heute geht's im Topspiel gegen die Eisbären Berlin. Dritter gegen Zweiter in den dunklen Trikots. Das sind die Tigers mit Schönberger, mit Clark. 10. Minute, 1:0 für die Gastgeber. War ein hochklassiges Spiel. Möglichkeiten auf beiden Seiten. Und dann ist es Schönberger mit dem ja quasi Assist. Und Clark, der eh einen super Lauf hat, mit dem 1:0. Sein viertes Tor in den letzten vier Spielen. Aber viel geht aufs Konto des Kapitäns Hildebrand, zum ersten Mal geschlagen. Ja, dann wird der Torschütze noch durchgegeben am Pulverturm. Und dann gibt es die Antwort von Widerer. Gebürtiger Niederbayer kommt aus Deckendorf mit dem Ausgleich. Handgestoppte, 13 Sekunden später das 1:1. Und das war ein ziemliches Geschoss von Widerer. Florian Bugel ohne Abwehrmöglichkeit heute im Tor bei den Tigers für Hunter Miska. Also perfekte Antwort von den Berlinern. Zuletzt zweimal in Serie verloren. Die wollten natürlich hier was besser machen. Und kurz vor der Drittelpause gibt es hier das Foul und Penalty. Zuvor musste Veilleux runter zum Duschen. Gab es eine 5-minütige Strafe. Check gegen den Kopf von Schönberger. Die Unterzahlsituation überstehen sie schadlos und können dann sogar mit einer Führung in die Drittelpause gehen. Ronning mit dem fälligen Penalty und den macht er. Ganz cool, Spiel gedreht. Berlin führt mit 2:1. Klasse Aktion von Ronning, verzögert nochmal und dann ist Bugel zum zweiten Mal geschlagen. Ist auch das Ergebnis dann nach 14 Minuten. Tom Pokel kann trotzdem zufrieden sein. Wie gesagt, eine hochklassige Partie. Beide Mannschaften machten viel Dampf im ersten Abschnitt. Dampf gibt es dann von den Tigers im zweiten Drittel. Connolly schön zurückgelegt und Brandt mit diesem Hammer. 24. Minute, 152 km/h, rein ins Glück. Aber Connolly mit der super Übersicht zieht da zwei Gegenspieler auf sich. Und Brandt mit Saisontor Nummer 7. Und ist dann gleich wieder der Verteidiger in Überzahl, der im Mittelpunkt steht. Mit der 92 an der blauen Linie bekommt er hier die Scheibe. Zieht wieder ab, diesmal 142 km/h. Das Ergebnis ist dasselbe. Tor Straubing. Spiel zurückgedreht, 3:2 für die Niederbayern. Auch da Hildebrand ohne Abwehrmöglichkeit. Das ist ein satter Abschluss vom Verteidiger. Berliner wieder mit einem Schlussspurt im Mitteldrittel. Machen sie wieder ein Tor. Auch da gut gespielt. Und Bugel mit dem Big Save gegen Hörtler. Der 21-Jährige war eigentlich schon auf der falschen Seite, kommt dann zurück und pariert das Ganze zusammen mit Brandt, der den Puck aus der Luft wegschlägt. Da hätte es fast wieder geklingelt. Gute Möglichkeit für die Eisbären Berlin. So bleibt es bei der Ein-Tore-Führung. Für die Gastgeber, das gefällt Zach Boychuk natürlich überhaupt nicht. Und im Schlussabschnitt die Straubing Tigers klar tonangebend. 44. Minute. Connolly mit diesem Zaubertrick. Wie macht er den denn? Hinter der roten Linie. Ganz frech von Mike Connolly, der ein starkes Spiel machte. Hier, ganz weit hinter der roten Linie auf den Hinterkopf, auf die Maske von Hildebrand und von da ins Tor. 4:2 für die Straubing Tigers. Connolly, Saisontor Nummer 9. Und das war dann so ein bisschen das Steckerziehen aus Sicht der Niederbayern. Überzahl eigentlich für die Gäste, das Tor machen aber die Tigers. 48. Minute, Scott mit dem Unterzahltreffer. Hier der Puck gewinnt und dann geht es wieder schnell in die andere Richtung. 2:1. Er hat den Blick in die Mitte gerichtet, macht es dann selber. Hildebrand schaut nicht wirklich gut aus. 3-Tore-Führung für Straubing. Ja, und die hatten jetzt alles unter Kontrolle, machten dann in der 50. Minute eigentlich den Deckel drauf. Brandt für Schönberger und dann ist es Clark mit dem Doppelpack. 6:2. Jetzt war die Messe gelesen. Die Straubing Tigers werden auch gegen Berlin zu Hause gewinnen nach der Niederlage gegen Iserlohn. Die perfekte Antwort. Und die Berliner mit der dritten Niederlage in Folge.
die ging heute so in Ordnung, weil die Tigers eiskalt performten. Wir gingen mit dem 2-1 in Kabine, über Stengern 5 Minuten Unterzahl. Und dann ist schon echt bitter, dass es dann in die Richtung geht. Ja, gute Frage. Ich denke, das erste Drittel war ausgeglichen und ab dem zweiten Drittel haben wir einfach die Sachen richtig gemacht, die wo wir uns vorgenommen haben. Und einfaches Hockey war dann schlussendlich der Ziel zum Erfolg. Erfolg zum Ziel. Keine Ahnung. Ja, wer so überragend spielt, darf sich dann mal verhaspeln beim Interview auf dem Eis ohne Fehl und Tadel. Marcel Brandt ohne Fehl und Tadel. Dann irgendwie auch die Straubing Tigers, die an die Eisbären Berlin ranrücken. 6:2 Sieg für Straubing gegen Berlin. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.